Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Heute spielen wir wieder Wenn ich du wäre. Mit dabei ist leider Gottes mal wieder Avive Verdienen. Wenn ich du wäre, lieber Avive, kauf mir nochmal bitte ganz kurz was im Shop. Und zwar hätte ich gerne hier am Star Wars Shop den Sith Trooper. Wobei, ganz ehrlich, nee, ich nehme das ganze Set direkt. Komm hier, das bringt ja nichts, das spart ein bisschen Geld. 3500 V-Bucks, Lukas, das ganze Star Wars Set bitte einmal, ja? Musst du V-Bucks aufladen? Das ganze Star Wars Set bitte einmal. Ich muss V-Bucks aufladen. Der kostet auch ganz schön Geld. Naja, gut, das werden wir später machen. Leute, wir spielen, wie gesagt, heute wieder, wenn ich du wäre. Und ich habe extrem Bock, mich an Lukas zu rächen. Denn musst du anfangen mit Geld ausgeben wieder? Ich schwöre, das ist wieder so notwendig, unnötig einfach. Ey, man kann das nicht verschenken. Echt nicht? Schade. Was? Oh, Mann. Kann man nicht? Nee. Wenn man draufklickt, steht dann, dieser Gegenstand kann nicht verschenkt werden. Schade, Mann. Schade. Dann machen wir es anders. Da wollte ich dir gerade eine Freude bereiten, aber es klappt leider nicht. Ich kauf's mir selber. Pass auf. Lukas, dann kriege ich einfach gleich im Gegenzug dafür ein paar mehr V-Bucks. An der Stelle, Creator-Code gewinnt. Sagt Lukas, mach dich bereit. Hast du gekauft? Denk mir was Neues aus. Komm, mach dich bereit. Hast du gekauft? Ja, hab ich. Baba, du hättest natürlich sagen können, ich hätte ja alles einzeln kaufen müssen. Wäre sogar noch teurer gewesen. Aber danke, dafür, mein Freund. Hätte funktioniert. Hätte ja funktioniert, weil die einzelnen Sachen kann man verschenken. Na gut, okay, Lukas. Dann werde ich mir ein paar andere Sachen gleich aussuchen, die du mir schenkst. Ist auch kein Problem. Lukas, wie geht's dir denn an diesen wunderschönen Tagen heute? Schokolade. Ja, mir geht's ganz gut. Wir haben gerade schon meine Folge aufgenommen. War schon ganz lustig. Abgesehen davon, dass ich mir Bonbons in die Nase stecken musste. Ekelhaft. Deine Nasenhaare sind weg, ne? Ne, die sind noch da, aber es klebt alles. Also, wenn ich rieche. Da rieche ich noch nach Bonbon. So, Lukas, wie gesagt, die eine Aufgabe ist jetzt noch in der Schwebe. Das machen wir gleich nochmal neu. Du bist jetzt erstmal dran. Ich lasse dir einfach mal ein Vorteil, obwohl ich jetzt eigentlich eine zweite machen könnte. Aber hey. Ich darf? Ja, ab geht's, Digga. Dann, Leute, womit fangen wir an? Ich würde sagen, du erstattest mir einfach mal die Kosten, die ich gerade hatte, durch das Aufladen, weil ich habe mir 100 Euro aufgeladen, musste sie jetzt ja gar nicht ausgeben. Jetzt hätte ich halt mit 100 Euro reinstarten, Alter. Jetzt hätte ich halt echt gern das Geld wieder. Und zwar auf PayPal. Gut, dann machen wir es anders. Ja, okay, wir starten direkt rein, Lukas. Wenn ich du wäre, ey, chill, du hast angefangen mit Geld. Ja, ich weiß. Nach der Aufgabe, wir können aufhören mit Geld. Wenn ich du wäre, rechne ich gleich mal ganz kurz zusammen, was es kosten würde, alle Dinge im Itemshop zu kaufen. Und diesen Differenzbetrag überweist du mir dann bei PayPal, weil das deutlich mehr sind als 100 Euro. Grüße gehen raus. Also sämtliche Shops, die es gerade gibt, mit sämtlichen Founder-Paketen und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe da an der Stelle im Plus raus. Famose Idee. Lukas, wenn du es auf die Spitze treiben willst, dann treiben wir es auf die Spitze. So. Oder wir hören jetzt einfach auf. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir landen erstmal im Pleasant Park. Nein, ich habe jetzt meine Aufgabe gestellt, du hast deine Aufgabe gestellt. Ich krieg später von dir ein bisschen Kohle. Mega geil. Perfekt. So, Lukas, was macht denn das werte Wohlbefinden bei dir so, hä? Nerv mich nicht. Lukas? Wir geben uns nur Aufgaben, wir brauchen hier gar keinen Smalltalk oder so machen. Dafür bin ich nämlich leider nicht in Stimmung. Wir können noch ein bisschen quatschen miteinander, was ist dein Problem? Lukas, erzähl mir doch mal, wie geht's dir denn so? Mir geht's heute sehr gut, wie geht's dir? Mir geht's super, Lukas. Lass mal hier zusammen landen, weil du weißt den, oder? Dann landen wir da, holen wir uns Buffys. Und dann schießen wir auf die Gegnis. Revi? Ja? Du musst ja gleich noch weg, oder? Ich stream gleich, ja. Nee, aber du musst ja dafür noch weg, ne, vom Büro. Kann sein, du, ja. Deswegen, wäre es schon besser, wenn du dir ein Taxi bestellst, oder? Ich muss eigentlich nicht, also ich muss... Ja, deswegen, Revi, wenn du wärst, würde ich mir jetzt ein Taxi bestellen. Wenn das da ist, gehst du raus und sagst halt, ich hab dich nicht gerufen. Mitgehen in Gegner kämpfen oder nicht? Ja, ich hab ne Sniper, was für Kämpfen? Ja, ich hab ne Sniper. Oh, jetzt hab ich nachher, Nein, Digga, das ist sau assi für den Fahrer, der kriegt ja kein Geld, das ist sau scheiße. Yeah. Nein, du gibst ihm dann dein Trinkgeld. Mann! Digga, von hinten, von vorne, auf einmal steht ein Tier. Ja, meine Shotgun hat mir Headshot gegeben, hat aber nicht gereicht, weil er Full Shield hatte. Grüße, gehen raus an der Stelle. Naja, Lukas, immerhin habe ich 3 Kills gemacht, du gar keinen. Lukas, an der Stelle, wenn ich du wäre, Lukas, würde ich vielleicht ganz kurz mal, ruf erstmal, warte mal, wenn nein, das Taxi Digga, nicht ruft, nein. Ja, ich rufe das Taxi nicht, weil das sau asozial gegenüber dem Fahrer ist. Der kommt hier hin, kriegt kein Geld, gar nichts. Also, dann rufst du den Taxifahrer und gibst ihm 50 Euro Trinkgeld. Lukas, du bist dran. Mach eine andere Aufgabe. Pass auf, dann machen wir einfach eine andere Aufgabe. Revi, Dankeschön. Wenn ich du wäre, such dir irgendeinen Hardware. Ey, warte mal, wir müssen die Verlosung noch auflösen, ne? Welche Verlosung? Von Tastaturen und so mit den Beleidigungen unter meinem Bild, weißt du das noch? Ja, hast du denn nicht gemacht? Ja, wer hat die denn gewonnen? Du musst raussuchen. Nee, du. Okay, Leute, ich werde announcen in meinen Instagram. Okay, und du wirst die Adresse von den Leuten besorgen, gibst mir einfach nur die Adresse und den Namen. Perfekt. Ja, okay, machen wir. Ist kein Problem. Gut. Nichtsdestotrotz, wenn wir schon gerade beim Thema Hardware sind, würde ich, wenn ich du wäre, doch einfach jetzt mal einen Hardware-Gegenstand auf deinem Schreibtisch auf eBay verkaufen
für 1 Euro. Das machen ist wir ja nicht doch schlimm, gerne, oder? Leute. Das ist gar kein Problem. Der eBay-Link wird dann in der Videobeschreibung sein. Oder nee, wir machen es besser. Versteigern. Versteigern? Für einen guten Zweck aber, oder? Genau, und dann der Erlös für einen guten Zweck. Gut, Lukas. Maschallah, Digga. An der Stelle. Ja, gerne, Digga. Ehrenmann, hey, Charity geht mir wirklich gut rein. Das mache ich liebend gerne. Das ja, ist dann ab. Eine ganz gute Geschichte. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz mal... Okay, Lukas, da du die eine Aufgabe gerade nicht machen wolltest, die ich rausschneiden musste... Einmal in meinem Leben sage ich sowas, Digga. Passt schon. Lukas, ich habe Laserschwerter bekommen. Laber! 5 Stück. Gib mir. Ich habe 4 Stück. Ja, dann gib mir eins. Der labert... Ich habe wirklich mehrere. Hä? Guck. Warum? Sind die OP? Ja, es geht. Ich kann schneller Holz abbauen. Obi-Wan, okay, Lukas, komm. 0. Komm, wir haben einander genommen. Mit Laserschwert? Ja. Hilfe! Ab geht's, Digga, statt mir hochzuhelfen, Bruder, grüße ihn raus. Der kommt, die Russian ist gestört. Los. Über dir! Oh, sorry, Face Revinside. Alter, das nennt man Game Sense. Lukas? Ja. Ist dein Vater gerade noch bei dir zu Hause? Nein. Ist der noch da? Nein. Sei ganz ehrlich zu mir? Ja. Ist dein Vater noch da, sei ehrlich? Ja, ist er noch. Okay, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz deinen Vater herrufen und ihn die ganze Zeit, jetzt für 2 Minuten konstant einfach nur anschreien. Ja, und was? Einfach so, einfach irgendwie anschreien. Papa, kannst du mal kurz kommen? Kannst du mal kurz kommen? Ah! Ah! Ha! 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 Holy shit, ich bin einfach der beste Spieler der Welt. Mörder! Mörder! Holy shit! Hol meine Karte! Ich bin der beste Spieler der Welt. Ja, sorry, wo liegen die? So, Lukas, okay, also das war's jetzt mit deinem Vater an der Stelle, ne? Bist du jetzt genau, Digga. Okay, wenn ich du wäre, weil du es jetzt nicht richtig gemacht hast, rufst du deinen Vater bitte nochmal ganz kurz. Und sagst ihm, wegen dem... Wie? Spiel, weil ich dich halt... Ihr macht gerade Steuern, ne? Und sagst ihm, ich habe ja noch einen Beleg gefunden. Ja, ich wusste gar nicht, dass man Steuern zahlen muss. Und dann sagst du, ich habe ja noch einen Beleg gefunden, Papa. Und dann schreist du an, und zwar deine belegten Zähne. Und dann schreist du ihn einfach an, okay? Weil es jetzt eben nur so halbherzig war, weißt du? Papa? Hier, guck mal ganz kurz. Ich hab hier noch einen Beleg. Ich hab hier noch einen Beleg. Hier. Für deine belegte Zähne! Ich würde sagen, wir können an der Stelle einfach mal weiterlaufen, Lukas. Der arme Mann, Alter, warum beleidigst du den einfach? Verstehe ich nicht. Ich rede mit dir, Junge! Ach so, ah! Ja, wir haben heute schon genug Geld ausgegeben, stimmt's? Mhm. Nee, stimmt nicht? Doch, stimmt. Schade. Dann würde ich sagen... Also bei mir, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist jetzt dieses eBay-Ding, ne? Und ich sage dir am Ende euch, des Videos, wie viel was Geld steigert man sich denn? Ich habe hier einen Mehrfachstecker. Geil! 1000 Euro will ich da mindestens drauf sehen, Leute. Mehrfachstecker? Natürlich, Leute. Wenn ich also Leute, hier, wäre, an der Stelle mal den Mehrfachstecker in der Videobeschreibung kaufen. Ich lege noch eine Autogrammkarte dazu, nicht? Da wollte ich mal ganz kurz fragen, du wirst ja gleich livestreamen, habe ich, glaube ich, eben gehört, ne? Das ist korrekt, ja. Wie lange streamst du so? Unterschiedlich lang, ich denke, so 3-4 Stunden, warum? Weil das Ding ist, ich habe ja jetzt hier, letztens mal, hat's ja schon mal die Aufgabe mit Winterjacke zu streamen, ne? Mhm. Da war ich ja dann auch im Stream, war auch lustig und so. Aber ich glaube, heute ist es tatsächlich ein bisschen heiß für eine Winterjacke. Ja. Da würde ich nämlich ganz klar, wenn ich du wäre, einfach mal mit Ringen streamen. Oberkörperfrei. Perfekt, dann kann ich aber Twitch bannen, ne? Ist dir bewusst. Hä? Ja, okay. Okay. Geil, dann klebst du dir die bitte. Das darf ich auch nicht, ich darf die nicht abkleben, das darf man nicht. Man darf's nicht. Hier vorne kommen Gegner. Oh, da ist ja noch einer. Bist du im Feind? Ja! Geh in den Kampf! Boom. Ich werde dafür gebannt, wenn ich übersexuell. Du hast nur BH an! Was ist daran übersexuell? Lukas, ich nehme jetzt das Bodenhau ab, komm. Ja, bringt nichts, da ist der Wasserfall. Hey, dieser Hund! Du Dummer! Warum machst du unser Spiel kaputt? Du verreckst doch jetzt ebenso! Wie kann man so behindert sein? Schau dich an!
Ich will jetzt noch sehen, wie der verreckt. Weil er wird verrecken. Du Missgeburt, Alter. An der Stelle, Bastard, Monetarisierung, Alter, ist dir jetzt nicht so wichtig, habe ich gehört. Deine Missgeburt, Alter. Ich hasse dieses Game so wegen solchen Leuten, die am Rand der Zone schwitzen, Junge. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Ja, der fährt doch in die falsche Richtung. Alter, bist du ein Trottel. Und jetzt? Oh mein Gott, bist du? Digga, der hat die genommen. Der soll das Game löschen, Alter. Tut mir leid, Leute, dass ich da zu aggro war. Aber bei so einem Spieler kann ich da nicht anders, Alter. So, Lukas, ich habe jetzt mal überschlagen, was im Itemshop so drin ist, ne? Ich schulde dir 100 Euro. Das Lustige ist, dass ich jetzt von dir noch 70 Euro on top bekomme. Also eigentlich schuldest du mir noch 70 Euro. Junge, halt's Maul, da ist niemals so viel Geld im Shop. Die Gründerpakete, allein die Gründerpakete im anderen Shop kosten 30 Komm, Euro. Komm, gib mir deine PayPal. Davon. Ich bin kein 31er. Ich werde dir später meine PayPal-Adresse geben. Da krieg ich noch 70 Euro von dir. Dann haben wir das ja auch geklärt. Ja. So, nee, Lukas, komm, du bist wieder dran. Okay, kannst du einblenden. Ich schick's dir, ist mir egal. Und perfekt. Da seht ihr es. Gut, Leute, ich habe ja hier so ein Glas immer auf meinem Tisch mit Hustenbonbons, die ich mir unter anderem ja letzte Folge in die Nase stecken musste. Revi? Ja? Man sieht schon, ne, Leute? Das ist schon wieder hier ein Teil leer. Das müsste aufgefüllt werden. Hast du eben gesagt, dass du übergewichtig bist? Vielleicht solltest du aufhören, sowas zu essen. Nee, Hustenbonbons sind ja gut für den Hals und die brauche ich. Ah, ja, perfekt. Deswegen, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt einfach mal so ein, sagen wir mal, Tausender-Paket Hustenbonbons kaufen. Gibt es Tausender-Pakete davon? Weiß ich nicht. So mal auf Amazon gucken. Schick mal die Scheiße. Schick mal die Marke, Alter. Das seht ihr jetzt hier. Da, Leute, es eskaliert hier gerade schon wieder. Komplett, Alter. Wir haben schon wieder so viel Geld ausgegeben. Du tust das für meine Gesundheit. Ja, perfekt. Okay, Lukas. Ich bin raus. Es ist Jahresende, ne? Ja. Und zum Jahresende hin habe ich ja immer den Jahresrap-Blick gemacht. Jetzt habe ich es leider dieses Jahr nicht geschafft, ne? Ist auch besser so, weil es echt im letzten Jahr ziemlich weit war. Was hast du gemacht? Den Jahresrap-Blick. Du hast gerappt? Pass auf, Lukas. Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz an der Stelle. Ich mache keinen Jahresrap, nein. Nee. Du machst was anderes. Wenn ich du wäre, Lukas. Ja. Würde ich einen richtig. Wie frage ich das am besten? Richtig schlecht produzierten, nicht guten, aber trotzdem sichtbar ernst gemeinten Diss-Track an Standardskill machen, ja? Machst du ein schönes Musikvideo dazu, kommt nächste Woche online, kannst dir einen schönen Freebeat aus dem Internet picken und machst so einen richtigen Beef-Track, so. Calls ihn out dafür, dass er immer so pushy ist mit seinem Lambo und dann auf Öko macht, weil er sich so ein Tesla-Ding gekauft hat, weißt du? Und machst so einen richtigen Diss-Track gegen Standardskill, Alter, weißt du? Mit kleinem Musikvideo gehst du irgendwo da, wo du wohnst. Nein, mach mal eine neue Aufgabe. Ich mach keinen Rap-Song, Alter. Stunden. Du hast ja weit. Wer ist der Red Circle? Hast du auch gemacht, Alter. Also. Ja, wow, das war aber auch ein cooles Lied so und kein Diss-Track. Das war sehr cool, ja. Wie ist das Format, was du früher in Broken Sums gemacht hast? Genau das möchte ich jetzt mit dir machen, ja. Wie ist das? Wahlweit oder Wahlweit Pflicht? Wahlweit oder Pflicht, genau. Und da musste ich mal in der Folge von euch Pimp My Ride mit meinem Fahrrad machen. Und ich habe das hochgeladen und ich weiß noch, Montana Black hat mir geschrieben, so dass er das nicht feiert, dass ich so Videos mache. Und da habe ich ihm geschrieben, Digga, das musste ich machen. Und da konnte mich schon keiner mehr ernst nehmen. Machst du geiles Musikvideo, upload, guck mal, Lukas. Pass auf, ich gebe dir, guck mal. Ich geb dir lieber 300 Euro oder so. Nee. Ich kauf dir irgendwas, ein jetzt iPhone ist gerade Dienstag, jetzt ist gerade Dienstag. Ich gebe dir bis Sonntag Zeit. Sonntag kommt dieses Wenn-ich-du-wäre-Video und zeitgleich dann noch dein Diss-Track. Ja, aber die Texte sollen ja bewusst schlecht sein. Es soll ja bewusst schlecht klingen. Es soll nur so wirken, als könntest du Video drehen. Ja, Videodreh, richtig einfach, richtig billig mit kleiner Kamera hier. Alter, ist das räudig. Ey, aber dann, ja. Hast du Bock? Ja, hast du Bock? Ultra. Hab einen down. Komm, aber hier vorne ist ja noch einer. Der will mich holen, der ist hier links drinne. Da, hier hinter dir, hallo. Hä, warum? Was machst du denn? Ja, was machst du? Junge. Warum? Was machst du denn? Weiß ich auch nicht, warum der dich aufnimmt. Junge, lost dein Vater, Alter. Also, Diss-Track steht, sagst du? Ja, natürlich mach ich das. Ich hab mich auch selber vergraben, Alter. Lol, die Tür war zu, du bist durch eine geschlossene Tür gegangen. Oh, da muss ich jetzt voll überlegen, Alter, wer das Video macht. Das kann richtig billig sein. Ja, aber trotzdem kann ich jeder Musikvideo schneiden. Muss ja auch nicht geschnitten werden, machst ein One-Take, aber wo du die ganze Zeit Offbeat und sowas rappst. Aber es soll ja schon ein bisschen auf Ernst sein, oder? Ja, es soll schon so wirken, als hättest du es versucht, aber könntest du es nicht besser, weißt du? Ey, das ist rein, ich schwöre, das ist reine Blamage, ne? Ja, ist leider so. Aber ganz ehrlich, Lukas, das ist das Format, ne? Okay, Revi, wenn ich du wäre, wir sehen uns ja eh morgen. Wenn ich du wäre, würde ich eine kleine Szene im Video, einfach wie du so Mittelfinger in die Kamera zeigst. Liebend gerne, Alter, liebend gerne. liebend gerne, Lukas. Also da bin ich doch, hör mal, hab ich da sowas von offen für. Oder nein! Wenn ich du wäre, du musst in so einer Russenhocke sein, die Kamera gucken, so auf den Boden spucken. Okay. Kein Ding. Digga, wir machen einfach beides. Kein Ding. Lukas, ich unterstütze dich doch. Ich möchte, dass du als Rapper erfolgreich wirst. Ich finde es auch eigentlich geil, das Video geht halt, genau, es geht halt simultan online. Weißt du, was ich meine? Geht jetzt auf meinen Kanal und gönnt euch den heftigsten Track
seit immer. Aber denk dran, so ein paar Aufhänger sind so, er macht immer auf Gangster, weißt du, ist aber dann eigentlich so Fortnite-Spieler, macht auf Umwelt wegen Tesla, ist okay, aber dann Lambo und so. Weißt du, solche Sachen, so ganz, ganz banale Dinge, die du angreifen kannst. Und keine Hilfe von außerhalb, kein Feature mit Energy oder sowas, der das irgendwie retten könnte, ne? Also Lukas, du singst doch bitte eine Hook, ne? Du singst doch eine Hook. Sing keine Hook. Singst eine Hook. Oh, Revi? Mhm. Wenn ich du höre, singst du mir die Hook. Du bist aber gar nicht dran, das weißt du, ne? Dann mach deine Aufgabe. Nee, ich lass mir noch ein bisschen Zeit. Oh ja, du ja. Kommst nicht mehr drum herum, egal was du jetzt sagst. Hey, ist doch geil. Mach mal die Hook, oder? Ich weiß nicht, Lukas. Weiß ja, ich ehrlich nicht, ob ich das will. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt meine Aufgabe einfach nicht mache und die Aufnahme gleich einfach beende. Oh, hier sind Gegner. Ich lass mich ganz kurz von dir töten. Nein. Dann, doch. Nein. Ey, gib mir jetzt eine Aufgabe. Ich push dich jetzt und dann werde ich mich umbringen. Achtung. Hier, liebe Gegner. Hey! Oh, ich bin leider down, Lukas. Komm schon, finde ich mich. Komm, hol mich. Und hol doch Lukas. Boom! Ja! Ja! Yeah! Nein! Das zählt nicht. Ja, doch. Und du wirst gerade noch gepusht. Ja! Ja! Und das, meine Freunde, war's von dieser wunderschönen Folge. Wenn ich du wäre, schaut jetzt gerne den Track von Avive ohne die Hook. Eine Runde machen wir noch. Auf Wiedersehen. Ciao!